Also noch einmal Leitvariante an. Die Leitvariante kriegt einen. Na, blöd jetzt! Abi, komm! Dann haben wir schon mal schneller gesehen! Selten, dass der Moderator mal mitgemacht hat. Ich muss sagen, es war eine sehr, sehr coole Strecke. Trotzdem haben sich 2, 3 Mann verlaufen. Wir beginnen in wenigen Sekunden mit den Männern. Beginnen wir mit der Siegerehrung über die Originalstrecke, 1300 Meter Schwimm mit einem kurzen Landgang. Für viele schon die Härte genug. Und eine Runde gegen den Uhrzeigersinn, 8 Kilometer um den Kulkwitzer See. Sieger 2011 mit viel Applaus aus Leipzig, Christian Rudolf. 1 Stunde, 42 Minuten und 49 Sekunden. Glückwunsch. Platz 2 geht an Sergei Schäfer. Christian, Gesamtzeit 44,54. Sergei Schäfer. Platz 3. Du stehst hier unter. Du musst dich bei der Anmeldung richtig anmelden. Steht hier schwarz-weiß Eva Carmens. 45 Minuten 20 Sekunden. Und Platz 10 geht an den ausrichtenden Verein, an den Leipziger Triathlon e.V. Schön, dass wir Martin Grundbügel haben. Einer muss die Krone des Vereins haben. Martin Kronenbügel, Glückwunsch in 48 Minuten und 11 Sekunden. 46 Minuten 44. Ganz starke Zeit, Sabine Köller. Hut ab oder Hut auf. 17 Minuten geschwommen und 29 Minuten um den See gesprintet. Second Place, zweiter Platz geht an Lydia Lipnitzki vom Team O'Motion Leipzig in Platz 50 Minuten. Und das dritte kleine Mädchen geht an Katrin Bogen, Leipzig vom SCDFK in 50,05. Katrin Bogen, Anita Dieter aus Leipzig in 28,01. Anita Dieter. 10 Minuten geschwommen und knappe 18 Minuten gerannt. Platz 2 geht an Ines Behrens, Alte Burglauf Arnstadt in 28,41. Mit Helm geschwommen und mit Helm gelaufen. Und Platz 3 geht an Katja Schläger, SV Automation in 28,45. Katja Schläger. 3 Sekunden haben gefehlt am zweiten Platz. Und jetzt die Männer. Sieger über die Sprintstrecke. In 21 Minuten 51, Sascha Volte, Chemnitzer SC, 21:51. 9 Minuten geschwommen und 12 Minuten gelaufen. Auf Platz 2 folgt ihm Florian Kritzler in 22:48 aus Leipzig. Platz 3 geht an Seamus Müller, SV Euler 58 aus der Weltstadt Rötha in 23:30. 11 Minuten geschwommen und 12 Minuten gerannt. Dritter Platz. Und hier haben wir die Staffel mit davon. Beim Staffel schwimmen dran. Siegerstaffel. FSU Jena. Schwimmerin Michelle Zipfel in 19:24 und Christian Heise in 27:59 macht eine Gesamtzeit von 47:23. Glückwunsch. Ja, und der zweite Platz bei den Staffeln. Nicht einmal eine halbe Minute, doch eine gute halbe Minute dahinter. Vom SCDFK Leipzig, Thomas Matz, der Schwimmer, und der starke Läufer Sebastian Scholz. Dritter Platz geht an die Staffel vom ausrichtenden Verein, vom Leipziger Triathlon e.V. Michael Rode, der Schwimmer, und Anja Meixner mit Babyjogger in 48:46. Glückwunsch an Anja Meixner und Michael Rode. Nochmal einen riesen Applaus für die Sieger. Dankeschön. Und ein Glückwunsch nochmal an die Organisatoren, an die vielen Helfer. Heute